Du hast die Arbeit erst beendet, wenn ich es dir sage, dass du sie beendet hast, Alter. So, das bedeutet jetzt Fingerspitzengefühl. Was denn? Dass da nicht die Autos im Weg sind. So, jetzt muss man wieder warten, bis die Bäckerei aufsperrt. Unterhändler. Was brauchst du vom Händler? Achso. Feldhäcksler. Du hast dann ein geiles System mit dem Transferin. Ja. Okay. Das Feld ehrlich wegreißen auch. Was heißt wegreißen? Na, dass man es irgendwann einmal zentraler macht. Achso, ja sicher kann man es wegreißen. Das schneidet schon wieder, Alter.
ist eng da. Das ist eng. Hm. Was denn? Da zwischen den Wechseln im Feld. Machen das ein bisschen anders. Sag ich auch, dass wir das anders machen. Die Mühle spielt schon um 6 auf. Was geil ist, du kannst in der Mühle, kannst du alles begehen drinnen. Das ist geil. Jetzt einmal vorbeikommen. Das tut, glaube ich, 2 oder 3 Stockwerke. Mann, macht das auf eine illegale Art und Weise. Was aber eh nicht geht. Das ist zu schwer. Man spielt auf um 8. 8, ja. Ah, so mit Anlauf. Will drüber fahren und dann geht's schon. Autodrive-Kurse anfangen, das muss ich eh auch noch irgendwann. Ich erhoffe, dass du da stehen bleibst. Doch.
Na, easy. So, das Gerät hole ich mir noch ab und dann passt das. Meine Sonne fällt noch fertig. Aber das habe ich zum Beispiel für 10.000 gekauft, das Feld. Ich meine, das liegt Arsch, das weiß ich schon. Da habe ich auch gleich gesehen, wie ich es gekauft habe. Aber 10.000, das hier, das hast du mit ein paar Ernten gleich drin. Das stimmt. Das halt. Und irgendwann, wenn es mir wirklich am Arsch geht, verkaufe ich es. Oder ich leg's zusammen mit dem, was ich daneben hab. Wenn man ja auch überlegt, irgendwann einmal. Das ist schon ein Riesenfeld. Also ich mir sogar überlegt, ob ich das trenne. Wenn ich das irgendwann mal kaufe. Das wird eher ein Anhänger, wird das. Fisch, Fisch. Jetzt müssen wir noch schauen, ob wir das noch ins Silo reinkriegen. Aber bräuchte ich noch so eine. Da bin ich nicht gespannt auf nächstes Mal.
Kann das sein, dass die nicht kompatibel ist? Dann. Oder dass ich da noch einen Zusatz brauche? Beim Feldhäcksler. Einfach, was du fährst. Ich kann nicht ankoppeln. Du fährst mit dem Traktor dran und häckst an. Wie hast du es runtergebracht? Ich tue es ja mit dem Feldhäcksler. Am Feldhäcksler will ich da hängen. So, am Feldhäcksler? Ja. Jesus, ob das geht, weiß ich nicht. Oder ob das mit jedem geht, weiß ich nicht. Meiner hätte eine Anhängervorrichtung. Ich komme mal zu dir. Wo bist denn du gerade? Bei dir im Hof. Oh, bei mir im Hof. Das dauert dann, bis ich mit dem Häcksler dort bin. Was für einen hast du dir gekauft? Gekauft habe ich mir gar keinen, ich habe mir gemietet. Okay. An John Deere. Das ist mein Lieblingshäcksler von allen. Der fährt sich gut, finde ich. Vielleicht muss ich deine Anhängerkupplung drauf kaufen noch. Dann nehme ich jetzt aber den einmal zurück. Wohin zurück? Zum Händler. Die Maschine. Den. Ja, setz die Maschine auch gleich hin, oder? Ich sehe es jetzt aber gar nicht. Händler bin ich näher. Problem ist, die wird man nicht angezeigt auf der Karte. Aber dann mal. Ja, so einen Job erstellen, Alter. Ich will das zurücksetzen. Weil du es angehängt hast. Ah, da. Oder hast du es nicht angehängt? Ah, nein, hast du nicht. Blödsinn. Ah, ah. Muss ich ehrlich sagen, habe ich eigentlich nicht probiert. Das geht. Das wird mich jetzt hart treffen, Alter. Ich habe das immer mit dem Traktorhäcksler gemacht. So, wo ist denn? So, rechte mal. Ja, was du am Traktor vorspannst. Das ist das Häcksler-System da. Achso, das gibt's auch. Ja, sicher. Dann muss ich sowas kaufen dann. Maschine, wo bist du? Sämaschine nicht da zum Zurücksetzen. Gib mir die rechte. Ja, hast du. Ich habe keine Berechtigung für diese Aktion. Ich habe die Lohnunternehmen. Ja, aber ich habe keine Berechtigung für, dass ich das zurücksetzen darf. Geht. Keine Berechtigung dafür. Das heißt, du müsstest wahrscheinlich in meinen Hof einsteigen. Ja, aber warum siehst du, ich stehe mitten am Feld. Achso, du hast das ausgeschalten, dass du den Anhänger so nicht siehst. Ne, ich seh's nicht. Genau, ich sehe alle Anhänger ich nicht. Ja, dann hast du Anhänger aus. Du musst den Anhänger anstellen. Wo schalte ich das ein? Ja, beim Filter. Da habe ich die Bodenbeschaffenheit. Na, warte mal, da. Ah. Aber natürlich bei. Wie das heißt, Gerät oder so. Danke. So. Ja! Kannst du mal wieder wegnehmen. So, das heißt, der Händler muss. Ich muss schauen, ob ich beim Händler. Aber ist dann auch geil, dann ändert sich wieder mein Plan. Dann hole ich mir vielleicht sowas eher dann. Weil eigentlich wollte ich mir den Vorsatz holen als erster, weil das billiger alles ist. Mhm. Aber jetzt, wenn ich den Häcksler, jetzt mache ich sowas, ist ja wurscht, aber. Das ist dann ein Zukunftsding auf jeden Fall. Das zerstört meinen Plan wieder. Das ist ein Zukunftsding. So, wo ist denn da das mein Händler? Wo kann ich da was ändern? Vielleicht kann man das dazu kaufen. Das kann möglich sein, dass du eine Anhängervorrichtung dazu kaufen musst.
frage mich nur, wo auf dem beschissenen Händlerhof das ist. Oder kann ich das nur dort, wo bei dem einen, bei dem anderen Händler machen? Aber da ist was. Oder meinst du jetzt die Werkstatt? Ja, es kann möglich sein, dass du es in der Werkstatt ändern musst. Stimmt, es gibt extra eine Werkstatt. Es kann möglich sein, dass... Reparieren. Konfigurieren. Ich liebe das, am Schnee zu fahren. Ist so geil. Vorwendemaschine. I'm gonna drive into Iften. Das kann sein, dass das das gar nicht hat. Das kann möglich sein. Ich musste keinen extra dazu kaufen. Aber was bringt da die Maschine das dann, wenn du nichts dranhängen kannst? Ja, weil es ein Häcksler ist, normal streust du, so wie ich das jetzt gemacht habe. Ich fahre mit dem Traktor neben den Häcksler und da streut man das in den Anhänger. Wie du es immer bei Häcksler machst, normal. Häcksler, du fährst daneben, Anhänger. Ja, ich dachte, das kann ich gleich hinten dranhängen. Na, dann kann ich den nicht brauchen. Gibt für die Traktoren, gibt sowas? Ja. Boah, der bleibt jetzt genau in der Mitte stehen, vergessen. Na, den muss ich verkaufen, leider. Oh, geil. Winterlandschaft schaut auch geil aus. Häcksler. Schneidewerke? Nein. Schneidewerke, ja. Wo ist denn Schneidewerk? Oh, das ist so alles rausgegangen. Wie geil ist das? Damit ich nicht das Falsche kaufe, ist das eh gleich das Erste, oder? Ich weiß nicht, wie viele es gibt. Naja, es gibt ohne Rüssel gibt es ja welche. Genau, das Erste da. Das heißt aber, da baue ich trotzdem das Mähwerk dann vorne dran. Genau. Und da kann ich einen Anhänger dranhängen hinten. Am Traktor? Ja, sicher. Aber wenn ich das Teil dran habe, hinten. Was hast du hier vorne? Du hast da vorne mähen und nicht hinten. Ach so, Blödsinn, das ist schon das Mähwerk. Okay, na, jetzt bin ich tot durcheinander. Okay. Gut, hole ich mir das nächste Mal dann ab. So. Na gut. Aber na gut, verstehst du wie? Ja. Ich spanne es vorne dran. Das nimmt es vorne auf. Wird es durch den Rüssel nach hinten abgeben. Genau. Verstehe ich. Okay, liebe Leute, das war's für mich heute. Danke fürs Zuschauen. Macht's das gut. Ciao. Baba. Genau. Ach, der zweite Fehler mit der Maschine. Jetzt habe ich's dann. Ja, das siehst du, was du alles versäumt hast auf der alten Karte. Und dann bist du traurig. Ja. Dass es nicht mehr gibt. Ja, und ja nicht mehr weiterspielen. Ich hätte wohl. Ja, aber die Maschine hat schon lange genug gegeben. Das stimmt. Na gut, wir hören uns. Jo. Bis dann. Ciao. Bar. Vierte. So, wir sehen es ja auch gleich. Heute ein bisschen länger die Folge. Aber wir werden das da im Silo jetzt noch machen. Wollte ich nämlich schauen, wenn wir verdichten.
Aber der wird doch nicht verkehrt darstellen. Oh, ich glaube, ich weiß was. Nee, auch nicht. Oh ja, ich weiß, was das Problem war. Das muss ich mich echt gewöhnen mit der Umstellung da. So. Hoppala. So. Ja, schauen wir mal, ob er es raufschieben kann, aber ich glaube nicht. Ja, wir wissen ganz genau, wer daher muss. So.
heute eine extra lange Folge. Ja, das war schon.
Ja, meinst du das jetzt nicht einfach nur hin und her fahren? Sehr schön. Funktioniert 1A. Sehr schön. So. Sehr schön. Das gefällt mir. Halt mal, es wird zwar noch was reingehen, aber wir lassen es trotzdem so.
Jetzt haben wir es gleich. Sehr schön. So, jetzt haben wir nochmal ein Schiebeschild. So.
So. Sehr schön. Das war's mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Zilage, fertig.